Rückseiten. Mm-hmm.
Also, dass ich hier nicht rauf wollte, war ganz klar. Die Musik war so schön, dass ich gerne noch ein bisschen weiter gehört hätte. Aber ihr kommt ja wieder. Ja? Okay. Ja, liebe Gäste, verehrte Freundinnen und Freunde der Nachdenkzeiten, wir sind heute zusammengekommen, um das 20-jährige dieses Medienexperimentes zu feiern. Die Nachdenkzeiten. Das rutscht wieder runter. Okay, die Nachdenkzeiten sind weit über den Stand eines Experimentes hinausgewachsen. Sie werden ernst genommen, wie man bei Zeit Online gerade vorgestern entdecken konnte. Es ist aber wunderschön, dass Sie mit uns feiern wollen und dass uns auch über diese schrecklichen Interventionen hinweg helfen. Als Festrednerin war die wohl am meisten gefragte Politikerin unserer Tage vorgesehen, Sarah Wagenknecht, aber sie ist leider krank geworden. Das ist ein Unglück und wir wünschen ihr alles Gute, aber welch ein Glück, dass sie einen ähnlich interessanten Ehemann hat. Und den begrüßen wir jetzt. Lieber Oskar, herzlich willkommen. Du wirst uns ja vermutlich einiges auch zu dem Projekt von Sarah sagen können. Jedenfalls sind hier im Raum sicher sehr viele, die den Daumen drücken und alles Beste wünschen für eine politische Bewegung in unserem Land. Diese Bewegung braucht es nämlich. Unter unseren Gästen sind einige, die ich namentlich erwähnen und begrüßen möchte. Das ist Ulrike Gero. Wo ist sie denn? Da ist Michael Hartmann, der uns immer wieder sichtbar macht, wie weit weg wir von der wirklichen Verwirklichung einer Sozialstaatlichkeit sind und wie geteilt unsere Gesellschaft in Vermögen und in Einkommen ist. Ganz besonders willkommen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Nachdenkzeiten-Gesprächskreise. Stellvertretend für alle begrüße ich den Thilo Hase, der ist hier. Und Thilo Hase kommt aus Berlin und dann ist auch noch der Udo Fröhlich aus Schleswig-Holstein, Hamburg. Um diese Gesprächskreise kümmert sich ja Annette Sorg, die begrüßen wir auch noch.
Danke. Und jetzt würde ich gerne fragen, aus welchen Nachdenkseiten Gesprächskreisen sind dann noch welche hier? Bremerhaven, Mannheim, Karlsruhe? Frankfurt. Wunderbar. Das ist ja toll. Also, diese Begrüßung möchte ich nicht beenden, ohne allen zu danken, die an der Vorbereitung unseres Festes mitgewirkt haben, die für Technik, Audio, Video gesorgt haben, weil die Zusammenarbeit mit der Hallenverwaltung so gut war. Und will ich ganz besonders dem Herrn Jäger danken, der dafür zuständig ist. Wo ist er denn? Nicht da. Macht nichts. Also sagen wir ihm den Dank. Und danken möchte ich auch noch der Ingeborg Dreyer für die Vorbereitung. Sie werden ja mit ihr korrespondiert haben. Ingeborg, wo ist sie denn? Ganz da hinten. Okay. Zum Feiern gehört die Musik. Das haben wir schon erlebt. Es spielt die Musikgruppe Balustrad. Die Musiker kommen aus dem Elsass, Musik aus der Nachbarschaft, bewusst so ausgewählt wegen der hoffentlich nie wieder brüchigen Freundschaft zwischen Elsass und Pfalz. Herzlich willkommen. Es gibt wirklich etwas zu feiern. Ich lenke Ihren Blick darauf, wie sich der Gegenstand unseres Festes entwickelt hat. Am Anfang, im Januar 2001, gab es nur eine Idee. Die immer angepasster und flacher werdenden Medien, die den großen Interessen verpflichteten Medien, brauchen einen Kontrapunkt. So war die Idee. Das war die Erkenntnis und der Anstoß für die Gründung unseres Mediums. Es war im Interesse der Demokratie geradezu zwingend, in der öffentlichen Meinungsbildung ein Gegengewicht zu schaffen. Ich formuliere das falsch. Es war nicht nur, es ist auch noch so, dass wir dieses Gegengewicht brauchen. In weiten Teilen unseres Landes erscheinen Monopolblätter. Wir hier in der Südpfalz, wo auch immer, wir haben Monopolblätter. Meinungsvielfalt, wo bist du im deutschen Blätterwald geblieben, müsste man fragen. Der ehedem gefeierte und hochgelobte öffentlich-rechtliche Rundfunk ist leider auch kein Gegengewicht mehr, sondern angepasst. Das können Sie sehr gut beim Thema Krieg oder Frieden beobachten. Wo war denn der Widerstand unserer elektronischen Medien, der öffentlich-rechtlichen Medien im November, als der amtierende Verteidigungsminister verkündete, wir müssen kriegstüchtig werden? Unsere Hauptmedien versagen, und das war auch schon vor 20 Jahren klar. Es war klar, dass ein Gegengewicht nötig ist. Es war klar, dass wir Medien brauchen, die den Herrschenden und auch den herrschenden Medien den Spiegel vorhalten. Das war die Erkenntnis damals, und hinzu kam eine andere Erkenntnis. Mir damals sehr fremd, ich war auch schon alt damals, nämlich die Beobachtung, dass es künftig Medien geben wird, die keiner großen und gewaltigen Druckmaschinen bedürfen und auch keine aufwendigen Vertriebssysteme. Das Internet als Transportmittel für ein kritisches, der Aufklärung verpflichtetes Medium, das war die Idee. Also diese Kombination, dass wir Gegengewicht brauchen, plus dem, dass sich diese Technik abzeichnete. Wir hätten ja nie es geschafft, eine Zeitung zu drücken und zu verbreiten. Also kamen wir auf diese Idee mit diesem anderen Medium. Viele Monate vor dem Start im Jahre 2003 bereden wir in einer kleinen Gruppe über Konzept und Gestaltung der geplanten kritischen Internetseite. Von Anfang mit dabei war meine inzwischen verstorbene Frau Anke und ein Kunstlehrer aus ihrem Kollegium im Trifels-Gymnasium in Annweiler. Dieser Kunstlehrer wiederum kannte Lars Bauer. Wo ist der Lars? Der. Und
Lars stellt den Kontakt her und Lars machte mit und ist seit der ersten Stunde der Webmaster unseres Mediums. In den vielen Sitzungen der kleinen Gründungsgruppe, das waren wir nur 4, 5 Leute, dachten wir viel über verschiedene Namen nach. Und dann kamen wir auf Nachdenkzeiten. Und so falsch war das nicht, denke ich. Wir sind bis heute glücklich, dass wir diesen Namen haben. Am Anfang arbeitete die Redaktion mit Bordmitteln. Die meisten Texte kamen vom damaligen Mitherausgeber Wolfgang Lieb und von mir. Später wuchs die Redaktion und der Kreis der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich nenne einige Namen, die es wirklich wert sind, dass man sie nennt. Jens Berger. Carsten Weikamp, der ist nicht da. Tobias Riegel. Tom Wellbrock, André Tautenhahn, Lutz Hausstein, Moritz Müller, der ist nicht da, der lebt in Irland und konnte nicht kommen, Christian Reimann. Marco Wenzel ist auch nicht da, der kommt aus Luxemburg, aber lebt jetzt in Thailand. Und das ist eben sehr günstig, weil da bei denen schon der Morgen angefangen hat, wenn wir hier noch schlafen, und der kann also diese Sachen, die für die Hinweise des Tages schon in einer Zeit sammelt, als wir noch wirklich nicht auf sind. Alexandra Goldbrunner und Christian Goldbrunner, wir sind hier. Florian Warwick. Susanne Hofmann, jetzt weiß ich nicht, ob sie hier ist. Nicht? Und Susanne Buhr, sie ist krank und auch nicht hier. Und dann noch Steffen Kiesling, der ist auch nicht hier, der lebt in Peru und arbeitet von dort aus. Ich habe das jetzt bewusst auch die Namen genannt und ich hoffe, dass ich niemand Wichtiges vergessen oder Unwichtiges auch vergessen habe. Die Nachdenkseiten verfügen über ein Team, das praktisch ohne Konflikt arbeitet. Wir kontrollieren uns nicht gegenseitig, vertrauen uns, und das ist das Geheimnis unserer Produktivität. Und da kann ich auch noch fragen, wo gibt es das denn sonst in Deutschland, in Gruppen, die Zusammenarbeit in dieser Größe? Am 30.11.2003 erschien das erste Produkt. Seitdem wächst der Strom der Besucher kontinuierlich. Auf heute manchmal 300.000 pro Tag und in Spitzen sogar 500.000 pro Tag. Vergleiche mit der Verbreitung und Wirkung von anderen Medien sind schwierig, das gebe ich zu. Aber ich würde es wagen, die Wirkung der Nachdenkseiten auf dem Niveau der Süddeutschen Zeitung zu taxieren. Und die besondere Wirkung der Nachdenkseiten für die Meinungsbildung folgt daraus, dass wir ja nicht vor allem Nachrichten produzieren und diese kommentieren. Wir analysieren Meinungsbildung, wir zeigen und belegen, wie Menschen manipuliert werden. Diese Arbeit hat eine viel nachhaltigere Wirkung als die Produktion von Nachrichten und Meinungen. Die Nachdenkseiten liefern Fakten und Daten, die beim Zweifeln helfen. Und da gibt es ein schönes Goethe-Wort. Mit dem Wissen wächst der Zweifel. In Variationen und in meinen eigenen Worten habe ich dann mal geschrieben, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst.
Damit ordne ich mich natürlich ganz selbstverständlich hinter Johann Wolfgang von Goethe ein. Das ist, aber es ist halt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Und glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. Das ist schon ganz nah beieinander. Das freut mich. Wer zum Selberdenken anregt, erzielt eine Wirkung, die durch Auflagenhöhe und Klickzahlen nicht erfasst sind. Das wollte ich erläutern mit dieser Passage. Und deshalb habe ich auch das Vertrauen, dass unsere Arbeit wirklich nicht umsonst ist, sondern dass wir bei Ihnen, bei vielen Leuten so einen Knalleffekt auslösen oder einen Widerhaken einpflanzen, sodass Sie sich öfter daran erinnern, wenn Sie sehen, was so täglich uns in den Medien präsentiert wird. Wer von Ihnen ist ein FAS-Leser oder Leserin, also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung? Ich habe die heute aufgeschlagen. Auf der ersten Seite ist irgendwas mit Nachrichten und so weiter. Die zweite und dritte Seite sind eine Anzeige für einen neuen BMW. Dass es Anzeigen gibt, ist nichts Neues. Aber diese Brutalität, mit der ein Blatt dann an uns rankommt, eine Seite und dann eins und zwei und drei, nur mit dem. Die finanzielle und damit besonders wichtige Basis unserer Arbeit ist der 2005 gegründete Förderverein. IQM, ein bisschen komplizierter oder ein bisschen bürokratischer Name, aber es geht ja. Vom Förderverein begrüße ich verbunden mit einem dicken Dankeschön unter anderem Birgit Olbers, den Martin Beck, Karin Sebold und Hubert Sebold, ja, und Gabi Weber und Gero Habert und Hermann Zoller. Hermann Zoller habe ich noch nicht gesehen, ich hoffe, er ist hier. Gabi Weber ist hier. Das sind diejenigen, die den Förderverein am Laufen halten. Die Leser und Freundinnen und Freunde der Nachdenkzeiten, also Sie zusammen und viele tausend anderen, machen es mit Ihrer Unterstützung möglich, die Arbeit für die Nachdenkzeiten zu finanzieren. Es gibt keine Gebühren und auch nicht die Notwendigkeit eines Abonnements. Jeder Mensch kann die Nachdenkzeiten lesen, ohne zu zahlen. Dass das funktioniert, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber es geht. Es ist erstaunlich und fantastisch zugleich. Zehntausende von Menschen zahlen ohne Zwang für eine Leistung, die sie auch für umme haben könnten. Das zeugt von hoher demokratischer Qualität dieser Menschen, das muss ich mal sagen. Spenden von 5, von 10, von 20 und gelegentlich auch von 50 und 100 Euro sorgen für die finanzielle Basis unserer Arbeit. Und dann gibt es manchmal auch noch einen 2000er von jemandem, den wir auch nicht kennen, genau. Die vielen kleinen Spenden sind die Basis unserer redaktionellen Arbeit und es gibt keinen einzigen Spender, der Einfluss auf die Redaktion hat. Darauf sind wir stolz, denn das ist wichtig. Wenn da jemand herkäme und sage, ich hier 50.000 Euro, aber ich möchte dann auch mal ab und zu sagen, was sie bringen sollten, dann wäre unsere Unabhängigkeit zu Ende. Und so ist es nicht und das ist ganz toll, dass es so ist. Es gab und gibt Angriffe auf die Nachdenkzeiten. Federführend dafür ist das Zentrum Liberale Moderne der ehemaligen grünen Abgeordneten Marie-Louise Beck und Ralf Füchs mit viel Steuergeld. Sinnigerweise vom Familienministerium. Also mit viel Steuergeld wurde von Ihnen die sogenannte Gegneranalyse eines Professors aus Trier finanziert. Das ist im Kern alles himmelschreiend und hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Früher,
Früher hätte ich mir trotz aller Härte der politischen Auseinandersetzungen so etwas nicht vorstellen können, dass ein Medium der öffentlichen Debatte gegen ein anderes Medium aggressiv zu Felde zieht und dass das auch noch mit Steuergeld finanziert wird. Eigentlich unglaublich und ein Zeichen von dicker antidemokratischer Gesinnung. Wir sind nicht die Einzigen, denen solches widerfährt. Ulrike Gero kann ein Lied davon singen, wie man mit aufmüpfigen Menschen verfährt. Auch Daniele Ganser und Patrick Barb. Was nicht in die allgemeine Linie passt, wird bekämpft. Gegen dieses antidemokratische Grundmuster sollten wir uns alle gemeinsam wehren. Denn Sie alle, liebe Freundinnen und Freunde der Nachkriegszeiten, haben es möglich gemacht, ein wirklich unabhängiges Medium auf die Beine zu stellen. Das ist ein kleines Wunder. Und gestern erreichte mich eine Mail von Renate und Wolfgang Bittner. Viele von Ihnen werden zumindest Wolfgang Bittner kennen. Weil Ihre Mail so gut zu unserer Feier passt, zitiere ich zum Abschluss meiner Einführung aus dieser von Renate Bittner formulierten Botschaft. Der fast tägliche Blick in die Nachdenkzeiten hilft mir, mein seelisches Gleichgewicht zu bewahren in diesen bedrohlichen Zeiten, in denen Zeitungen und öffentlich-rechtliche Medien fast nur einseitig informieren und allzu oft Hass, Denkfehler, Lügen und Fehleinschätzungen verbreiten. Und weil Wolfgang und ich unser Privileg, die Nachdenkzeiten zu kennen, mit anderen teilen möchten, halten wir bei Demonstrationen unser Schild lesen www.nachdenkzeiten.de hoch. Das führt zu meist sehr produktiven Gesprächen, sowohl mit jüngeren Zeitgenossen, die eure Seite noch nicht kennen, und andererseits aber auch zu schönen Begegnungen mit Menschen, die die Nachdenkzeiten zu schätzen wissen und auf uns zukommen, als seien wir Familienmitglieder. Und so fühlen wir uns auch zur großen und hoffentlich immer größer werdenden Nachdenkzeitenfamilie gehörend. Das ist ein wirklich gutes Schlusswort von den beiden Bittners. Die Nachdenkzeitenfamilie soll wachsen. Damit wächst unser aller Chance, Menschen zu treffen, die zusammengehören wollen und gemeinsam für wirkliche Demokratie, für Frieden und gegen den Krieg kämpfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich muss noch etwas zum Ablauf nachtragen, damit Sie auf dem Laufenden sind. Erstens mal kommt jetzt also Oskar Lafontaine als nächster nach mir, dann Musik mit der vollen Besetzung dieser Band und dann kommt eine Gruppe von Leserinnen und Lesern und Freunden der Nachdenkzeiten hier hoch, zusammen mit Annette Sorg. Und die werden in zweiminütigen Statements etwas zu unserem Medium sagen oder zu uns oder zu sich oder zur Politik. Das ist offen. Und dann kommt nochmal Musik und dann sehen wir uns draußen im Foyer bei Getränken und etwas zu knabbern und zu Gesprächen. Das ist dann der Abschluss. Und dann wird auch etwas notwendig sein, auf die ich Sie aufmerksam machen will. Wir müssen das Ganze natürlich auch finanzieren. Und deshalb gehen ein paar Freunde der Nachdenkzeiten, Freundinnen und Freunde herum mit der üblichen Box und bitten sie um ihre finanzielle Unterstützung. Sonst haben wir das in der Pause gemacht, da war das noch leichter möglich. Jetzt haben wir das ans Ende verlegt und deshalb mache ich darauf aufmerksam, dass es diese notwendige Unterstützungsbitte auch gibt. Also,
Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit jetzt und Oskar Lafontaine, herzlich willkommen und du bist dran. Schönen guten Abend. Ich soll herzlich grüßen von Sarah Wagenknecht. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht hier sprechen kann. Sie hat mich dann aktiviert. Ich kann das zwar nicht ganz so gut, aber ich bemühe mich, sie ordentlich zu vertreten. Auf jeden Fall herzliche Grüße von ihr und weiterhin den Nachdenkseiten alles Gute. Für mich waren die Nachdenkseiten immer eine Veranstaltung für mehr Demokratie. Man könnte ihr viele Überschriften geben, unter anderem auch das berühmte Mehr Demokratie wagen. Denn Demokratie setzt eines voraus. Es setzt voraus, dass diejenigen, die eben entscheiden sollten oder die Macht haben sollten nach der Theorie, dass sie informiert sind. Und wenn sie nicht informiert sind, ist keine Demokratie möglich. Und diejenigen, die Demokratie verhindern wollen, versuchen auch zu verhindern, dass die Leute informiert werden. Und daher ziehen sich diejenigen, die Informationen verbreiten, die nicht so angenehm sind, natürlich die Feindschaft derjenigen zu, die die Macht haben. Und auch in diesem Sinne haben die Nachdenkseiten für mich große Verdienste sich erworben in den letzten 20 Jahren. Und deswegen rufe ich alle auf, diese Arbeit zu unterstützen und weiterhin zu verteidigen. Albrecht Müller hat ja vorhin schon die Macherinnen und Macher der Nachdenkseiten gewürdigt und gelobt. Ich möchte zunächst auch mal ihn loben, weil er hat Großes geleistet für mich, als Einzelner zunächst einmal ein solches Projekt sich auszudenken, dann andere zu motivieren und es über 20 Jahre in dieser Form aufzubauen. Das ist eine großartige Leistung. Du hast wirklich Beifall verdient, lieber Albrecht, an dem heutigen Tag. In meiner Jugend sind mir viele Sätze in Erinnerung geblieben. Einer der Sätze, die ich auf dem Gymnasium gelernt habe und die zu der heutigen Veranstaltung passen, ist das berühmte Audiatur et altera pars. Es werde immer auch die andere Seite, die andere Meinung gehört, denn ohne diesen Imperativ, ohne dieses Bemühen, ist Demokratie eigentlich gar nicht vorstellbar. Denn Demokratie lebt vom Dialog. Und deswegen würde ich sagen, die Nachdenkseiten sind nicht nur eine Veranstaltung für die Demokratie, sondern auch für eine Veranstaltung gegen etwas, was sich in unserer Gesellschaft eingeschlichen hat und was sie für verheerend halten, nämlich gegen die sogenannte Cancel Culture. Ich halte sie wirklich für eine verheerende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob denjenigen, die diese Kultur pflegen, eigentlich klar ist, was sie da veranstalten. Für mich, wir müssen nur aus der Geschichte lernen. Wir müssen nur lernen, was passiert ist, wenn unbequeme Meinungen ausgegrenzt worden sind. Es gibt auch viele, viele Beispiele in der Geschichte. Man kann ja bei Galileo oder Galilei anfangen, der dann ausgegrenzt worden ist, wahrscheinlich als jemand, der Querdenker oder Spinner oder was weiß ich auch immer war. Die Geschichte zeigt uns doch, dass es immer notwendig ist, auch Minderheitenmeinungen, davon lebt doch die Demokratie, gelten zu lassen. Irgendwann werden sie zur Mehrheitsmeinung. Und deshalb muss man wissen, Cancel Culture ist für mich präfaschistoid. Irgendwann landet das. Irgendwann landet das bei der Bücherverbrennung. Und das sollten ja doch zumindest die Älteren unter uns nicht vergessen haben und sie sollten es immer wieder weitergeben an die Jüngeren. Und deshalb ist das Bemühen, diese Meinungsvielfalt doch aufrechtzuerhalten und immer wieder zu verteidigen, eines der wesentlichen Bemühen für die Demokratie.
Die Nachdenkseiten sind gegründet worden, um Gegenöffentlichkeit herzustellen. Sie sind gegründet worden, als damals die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von den Unternehmern ins Leben gerufen worden ist, um ihre Interessen durchzusetzen. Es reden ja heute viele über Demokratie. Immer wieder wird viel über Demokratie geredet und manchmal hätte ich die Lust, diejenigen, die so reden, zu fragen, was ist das eigentlich, Demokratie? Erkläre mal, was du unter Demokratie verstehst. Oft ist es dann die Antwort, ja, es gibt Wahlen. Wenn Wahlen sind und man kann jemanden wählen, dann ist das ja schon demokratisch. Also alle 4 Jahre oder 5 Jahre Veranstaltung für die Demokratie, aber das ist ein bisschen wenig. Denn Wahlen werden ja überall so abgehalten. Was dann dabei rauskommt, ist was anderes. Ich halte die alte griechische Definition, die auf Thukydides zurückgeht, er legte Perikles diese Definition in den Mund. Es hieß damals, er definierte, und das ist entscheidend, Demokratie vom Ergebnis her, nicht von der Form, vom Ergebnis her. Er nannte Demokratie eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und wenn wir heute uns die Frage stellen, leben wir in einer Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen, dann können wir allein schon von der Einkommensverteilung und von der Vermögensverteilung diese Frage nicht bejahen. Und solange diese Frage nicht bejahbar ist, dass wir eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung haben, dass die große Mehrheit des Volkes nun wirklich auch im Wohlstand lebt, solange haben wir keine demokratische Gesellschaft und solange müssen wir immer wieder jeden Tag für eine demokratische Gesellschaft kämpfen. Denn wenn die Bevölkerung sagt, Geld regiert die Welt, dann würde das heute ja als Verschwörungstheorie diffamiert werden, nicht? Das ist ja wirklich eine richtige Verschwörungstheorie zu glauben, Geld regiere die Welt. Dabei hat einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schon vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, Paul Sethe, Pressefreiheit ist in unserem Lande das Recht von 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Das heißt, er hat darauf hingewiesen, dass diejenigen, die eben das Geld haben, die Vermögen haben, dass sie auch in der Lage sind, ihre Meinung in der Bevölkerung zu verbreiten und durchzusetzen. Und das ist ja heute nicht weniger geworden. Wenn wir an die Zeiten denken, in denen Paul Sethe lebte nach dem Zweiten Weltkrieg, als eben die Demokratie, die Bundesrepublik aufgebaut worden ist und das mit heute vergleichen, dann haben wir ja Konzentrationsprozesse, die enorm sind. Und im Grunde genommen ist das eine der Ursachen für die Situation, die wir heute haben, dass die Gesellschaft immer mehr vermachtet ist, dass das Geld immer mehr die Welt regiert und dass es daher unbedingt notwendig ist, dass wir alternative Medien haben, die sich gegen diesen Einheitsbrei zur Wehr setzen. Wiederum eine wirkliche Begründung für die Nachdenkseiten. Und wenn ich schon Paul Sethe zitiert habe, als einen der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, so möchte ich jetzt Frank Schirmacher zitieren und sagen, sein Wort gilt nach wie vor. Er hat die Nachdenkseiten einmal als unverzichtbar bezeichnet. Und deswegen, ja, wir sind heute hier, um eine unverzichtbare Institution unserer deutschen Medienöffentlichkeit zu feiern und zu würdigen. Es gab natürlich auch immer Kritik an den Nachdenkseiten. Es gibt sie immer wieder. Albrecht Müller ist schon darauf eingegangen. Unter anderem gehörte zu ihnen Jakob Augstein, der eben auch einmal Kritik geübt hat an den Nachdenkseiten, von Vorurteilen sprach, festgefügten Vorurteilen. Aber etwas später schrieb er dann, sie sei doch das linke Gewissen der deutschen Publizistik. Auch ein Titel, den man eben erwähnen kann, wenn man über Nachdenkseiten spricht. Aber natürlich hat dann das linke Gewissen der deutschen Publizistik sich auch Gegnerschaften eingehandelt. Und eine der Gegnerinnen ist dann die Taz, die ein Jahr mal auch ein alternatives Medium war, auch einmal als Gegenöffentlichkeit aufgebaut worden ist. Und wo ist diese Taz gelandet? Wird nur ja niemals so wie die Taz, muss ich sagen, an die Adresse der Nachdenkseiten gerichtet. Sie hat nämlich schon 2017 entdeckt, dass die Nachdenkseiten Putin-Freunde sind.
Welch ein Vergehen, Putin-Freund. Und noch dümmer ist ja das Wort Putin-Versteher. Ich muss immer wieder sagen, diejenigen, die heute glauben, auf der richtigen Seite der Meinung zu stehen, benutzen Wörter, die sie irgendwie als Nicht-Nachdenkende entlarven. Denn würden sie nachdenken, dann würden sie ja zu dem Ergebnis kommen, wir bräuchten heute in Zeiten des Krieges Leute, die Putin verstehen. Denn wenn man ihn nicht versteht, kann man nicht mit ihm verhandeln und nicht mit ihm zu einem Ergebnis kommen, das zum Frieden führt. Verstehen ist Voraussetzung für den Frieden, nämlich Verstehen der anderen Seite. Und wer das nicht kapiert, entlarvt sich schon als Nicht-Nachdenkender, wenn er mit solchen Vokabeln hausieren geht und den Gegner zu diffamieren versucht. Ich habe dann auch diesen netten Aufsatz eines Herrn Linden gelesen in der Zeit Online. Und da möchte ich sagen, ich bin dafür, auch die Argumente eines anderen immer zu sehen, zu hören. Vielleicht hat er ja etwas Richtiges gesehen, man muss die eigene Meinung überprüfen. Aber wenn er mit dem Vorwurf eben der Verschwörungstheorie oder was weiß ich hausiert, dann sollte er sich selbst hinterfragen. Und Albrecht hat es ja angesprochen. Wer für dieses merkwürdige Projekt der liberalen, moderne, also dieser beiden grünen Politiker, arbeitet, die staatlich finanziert werden, mit dem Auftrag, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu untersuchen und die dann letztendlich dabei landen, eine kritische Gegenöffentlichkeit zu diffamieren, zu diskreditieren, der sollte sich selbst hinterfragen. Ist ein Kennzeichen von nicht-demokratischen Gesellschaften, ihre Propagandisten zu finanzieren. Das sollte sich also dieser Herr dann hinter die Ohren schreiben und sich selbst kritisch hinterfragen. Ja, und dann wird dann auch noch angeführt, und damit möchte ich dann meine Betrachtung dieser Mediensituation auch beenden, dass es hier einige gibt, die bei RT gearbeitet haben. Zum Beispiel der vorhin gefeierte Florian Warweg, dass er schon mal bei RT gearbeitet hat. Ja, was ist das eigentlich für ein Kennzeichen einer Gesellschaft, dass sie eben das Medium eines Staates, der für uns wichtig ist, für den Frieden in der Welt wichtig ist, für die Durchsetzung vieler wichtiger Interessen bis hin eben zum globalen Umweltschutz wichtig ist, dass man dann dieses Medium diffamiert. Okay, das geht ja noch, aber dass man es verbietet, das ist einer demokratischen Gesellschaft unwürdig, um das mal deutlich zu machen. Einer demokratischen Gesellschaft unwürdig. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns immer wieder um die kritische Öffentlichkeit bemühen. Und es ist ja nicht nur eine Meinung, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir uns versammelt haben. Wenn wir weltweit beobachten, was geschieht, ich denke an den Appell eben vieler Intellektueller in den Vereinigten Staaten, die bekanntesten Namen sind Noam Chomsky beispielsweise, der Appell ist ja bekannt, Rushdie war auch dabei und andere, dann ist doch etwas in Gange, was uns nachdenklich stimmen muss, nämlich, dass wir eine zunehmende Vermachtung der Gesellschaft haben. Und dass gerade diejenigen, die eben diese Vermachtung erkannt haben und versuchen, dieser Vermachtung sich entgegenzustellen, dass sie diffamiert werden als Verschwörungstheoretiker und so weiter. Es ist keine Verschwörungstheorie. Ich sage es noch einmal, wenn die Mächtigen dieser Welt mit allen Mitteln versuchen, ihre Meinung durchzusetzen und alle diejenigen zu diskreditieren, die dieser Meinung entgegenstellen. Und das gilt insbesondere für all diejenigen, die am Kriege verdienen. Das war schon immer in der Geschichte so und es ist heute auch noch so, dass sie mit Lügenmärchen versuchen, die Welt in die Irre zu führen. Und wir haben gerade in den letzten Jahren, viele Menschen haben in den letzten Jahren erlebt, an drei Themen, die ich nur kurz beleuchten will, dass sich eben in der Meinungsbildung der Gesellschaft, in den Informationen, die wir erhalten können, einiges grundlegend verändert hat. Die drei Themen sind nun einmal Corona, der Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine, Ukraine-Krieg genannt, und dann
und eben jetzt die Tragödie im Gazastreifen. Bei diesen drei Themen kann man sehen, und da kann man richtig erläutern, wie eben unsere Informationsstrukturen nicht mehr stimmen. Ich beginne mal mit der Corona-Pandemie. Die ist nun tatsächlich ein, wenn man so will, ein Schlüsselerlebnis. Für mich war es ein Schlüsselerlebnis, denn das habe ich in dieser Form in den letzten Jahrzehnten noch nicht erlebt. Es war so, dass wir alle am Anfang nicht richtig wussten, was das eigentlich war. Ich selber war verunsichert, wusste nicht, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch. Ich gehörte dann auch zu denen, die sich impfen ließen. Meine Frau hat sich nicht impfen gelassen, ich habe mich impfen gelassen, weil ich auch zur Risikogruppe gehörte. Und man hat ja irgendwie Angst, es könnte irgendwie schneller zu Ende sein, als man sich wünscht. Also ist man dann angstgetrieben und lässt sich dann impfen. Man wusste ja nicht, was ist richtig, was ist falsch. Aber ich habe mich genauso dann wie viele andere bemüht, doch schnell immer wieder zu lesen, zu lernen, was ist denn herausgekommen, was hat man denn erfahren, was sind denn neue Erfahrungen. Und dann auf einmal stellte sich zunehmend raus, dass alle Kernthesen derjenigen, die eben die Pandemie gesteuert haben, falsch waren. Die erste Kernthese war, dass diese Impfung vor Wiederansteckung oder vor Ansteckung schützt. Ich weiß noch, wie also dann die Impfhersteller das in die Welt gesetzt haben. Und natürlich habe ich mich gefragt, ja, wieso sind die da so sicher? Aber gut, sie werden Experimente gemacht haben, obwohl ich angesichts der Zeitdauer unsicher war. Früher hieß es so, man muss mehrere Jahre einen Impfstoff prüfen, um dann sagen zu können, ob er wirkt oder nicht wirkt, ob er gut wirkt oder nicht gut wirkt und so weiter. Die zweite Kernthese, und die hat ja unser Gesellschaftsleben bestimmt, war die, diese Impfung schützt davor, andere anzustecken. Und von dieser Kernthese wurde ja abgeleitet, dass man diejenigen, die sich nicht impfen ließen, dass man sie verfolgt hat, geradezu diskriminiert hat, dass man einen Zwang einführen wollte, die Impfpflicht einführen wollte, was weiß ich auch alles. Das war die schlimmste Kernthese, falsche Kernthese, die verbreitet wurde. Und das Schlimme ist, die tun heute noch so, als wenn sie wahr wäre. Und dann ist die grobe Unwahrheit gewesen. Es ist alles widerlegt. Und die dritte These war dann, dass die Impfung nicht mit gravierenden Nebenwirkungen verbunden ist. Das hat ja insbesondere Lauterbach immer wieder vertreten. Nun muss ich eines sagen, wenn ein Mediziner sich ins Fernsehen setzt und sagt, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen bei einem Impfstoff, der noch überhaupt nicht erprobt ist, dann hat dieser Mediziner oder erweckt er den Eindruck, als hätte er im ersten Semester schon gepennt und sein ganzes Studium übergepennt. Ich muss das einmal sagen. Und es ist ein wirklicher Skandal, dass dieser Mann noch im Amt ist. Das ist es. Das ist so ein Beweis dafür, ich vergleiche das jetzt mit früheren Jahren unserer Republik, wir überblicken ja, oder einige von uns überblicken ja diese Jahrzehnte, dass etwas sich zum Negativen verändert hat. Früher sind Leute zurückgetreten, wenn ihre Sekretärin für einen Auslandsdienst spioniert hat. Ja, das war so. Sie haben die Verantwortung dafür übernommen, dass sie eben nicht aufgepasst haben und dass sie nicht genügend Sorgfalt walten ließen. Jetzt treten Leute nicht zurück, die mitverantwortlich dafür sind, dass unsere Jugend geschädigt worden ist, wegen falscher Maßnahmen, aufgrund falscher Theorien. Aber das ist ihnen alles gleichgültig. Und wir wissen immer noch nicht das Ausmaß eben der gesundheitlichen Schäden, die hervorgerufen worden sind durch diese Impfung. Wir wissen nur, dass eine ganze Reihe von Schäden hervorgerufen worden sind. Das ist bereits durch das Experiment bewiesen. Darüber muss nicht mehr diskutiert werden. Aber genau dieser Punkt ist für mich wichtig. Es werden keine Konsequenzen mehr gezogen. Es ist nicht nur da, kommen wir auf andere Beispiele. Und dann kommt in diesem Punkt auch die Rolle und die fatale Rolle unserer Medien. Es war ein richtiger Einheitsbrei mit dem Ziel, die gesamte Gesellschaft hin auf die Impfung zu orientieren. Und die Medien haben völlig versagt. Es wäre ihre Pflicht gewesen.
klar, wenn ich sage, die Medien, dann weiß ich natürlich immer, dass eine Minderheit anders gearbeitet hat. Ich rede jetzt auch von der großen Mehrheit. Ich rede auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, die alternativen Meinungen zur Geltung zu bringen, denn Sie konnten doch sehr früh erkennen, dass alles, was behauptet worden ist, Schritt für Schritt widerlegt worden ist, zumindest nicht sicher war. Und insofern haben Sie nach meiner Auffassung völlig versagt. Und es spricht nicht für Sie, von einzelnen Ausnahmen wieder abgesehen, dass Sie nicht in der Lage sind zu sagen, mea culpa, mea maxima culpa, dass Sie nicht in der Lage sind zu sagen, wir haben uns geirrt, wir entschuldigen uns dafür. Das wäre das Mindeste, was man von den Leitmedien erwarten dürfte. Für mich war die Corona-Pandemie wirklich ein sehr, sehr negatives Erlebnis. Und ich nehme an, für die große Mehrheit hier auch. Weil wir erfahren mussten, auf welch unsicheren Boden unsere Zivilgesellschaft steht. Ich hatte manchmal und habe das auch gesagt, den Eindruck, auf dem Höhepunkt der Angstmacherei und der Kampagne, wenn jetzt im Bundestag ein Antrag gestellt wird, alle Ungeimpften auf eine unbewohnte Insel zu verfrachten, der hätte vielleicht die Chance auf eine Mehrheit gehabt. Und solange man solche Ängste mit Gründen haben muss, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir immer wieder von Neuem versuchen, die Fundamente unserer Gesellschaft zu begründen, unserer demokratischen Gesellschaft. Und dazu gehört Respekt vor der Meinung eines anderen. Ohne die kann eine demokratische Gesellschaft nicht funktionieren. Und damit komme ich eben zu dem zweiten Thema neben der Pandemie. Das war dann das Thema des sogenannten Ukraine-Krieges. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Dass eine ganze Gesellschaft, die doch zumindest zur Hälfte erfahren hat, dass eben die Zeiten der Friedens- und Entspannungspolitik für ganz Europa gute Zeiten waren, dass sie plötzlich eben in diesem Ausmaß durch Manipulation, durch Meinungsmache umgedreht werden kann, sodass selbst diejenigen, die die andere Meinung lange Zeit für richtig gehalten haben, umgefallen sind und plötzlich eben das Gegenteil von dem vertreten haben, was sie vorher vertreten haben. Das galt ja bis hin in die Spitzen der Politik. Ich denke beispielsweise an unseren Bundespräsidenten, dem ich gerne Respekt bekunden würde, aber wenn ich weiß, dass er seiner ganzen Politik gegenüber dem Osten abgeschworen hat und in das Lied derer eingestimmt haben, die den Krieg befürworten, dann muss ich sagen, dann zweifle ich manchmal, ob man diesem Mann Respekt gegenüber aufbringen kann. Man muss zumindest ihm vorwerfen, dass er für seine Umfallen keine irgendwie akzeptable Begründung geliefert hat. Und das geht selbst bis zur ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch umgefallen ist und sich plötzlich für ihre Politik entschuldigt hat, die ja richtig war, für ihre Politik eben nicht nur gute Beziehungen zu der einen Supermacht zu haben, nämlich zu den USA, sondern auch gute Beziehungen eben zu Russland, einer ehemaligen und jetzt wiederkommenden Supermacht zu haben. Das war doch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse Europas. Denn wenn ich schon Medienkritik geübt habe, dann sage ich mal, es ist doch ein Segen, dass es die alternativen Medien gibt, dass es das Internet gibt, wo man eben diese berühmte Rede des George Friedman hören kann in Chicago, wo er gesagt hat, es ist seit 100 Jahren unsere Politik, die Politik der Vereinigten Staaten, auch Kriege zu führen, um die Deutschen gegen die Russen aufzubringen, damit nicht deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Ja, aus Sicht eben mal einer nur an Gewinnorientierung orientierten Gesellschaft ist das völlig logisch. Aber dann wäre es genauso logisch, dass wir sagen, dann ist es unser Interesse, dass wir alles dafür tun, dass deutsche Technik mit russischen Rohstoffen zusammenkommt. Das wäre das Simpelste, was man sich eigentlich klar machen muss.
Und selbst wenn man diese Einsicht nicht hat, liebe Freundinnen und Freunde, dann ist es so, dass einfach die Daten eindeutig hergeben. Der Industriestaat Deutschland kann ohne russische Rohstoffe sein Niveau nicht halten. Weil die Rohstoffe endlich sind, weil sie nicht beliebig verfügbar sind, in schon die geringsten Verringerungen des Angebots der russischen Rohstoffe auf den Weltmärkten führten zu Preissteigerungen, die wir alle erlebt haben. Und jetzt sind wir in einer einmaligen Situation, und darum ist also das Wort von der dümmsten Regierung Europas vielleicht nicht so hart, dass wir die dümmste Regierung Europas haben. Wir beziehen nach wie vor russisches Öl, Gas und russische Rohstoffe nur viel teurer, indem sie zuerst nach Indien kommen müssen, nach Belgien oder sonst wohin und dann oder in die Türkei und dann nach Deutschland geliefert werden, nur viel teurer. Wie blöd muss man sein, um eine solche Politik zu machen? Wir haben doch erlebt, jetzt gerade in dem sogenannten Ukraine-Krieg, wie notwendig die sogenannten alternativen Medien sind. Denn nur dort waren die Argumente präsent, die man brauchte, um das ganze Spiel zu durchschauen. Ich habe George Friedman genannt. Noch toller, auch das kann man abrufen, war eine Rede eines Generals, der Mike Pence beraten hat, im entsprechenden Senatsausschuss. Er sagte, dieser General, es ist doch wirklich der Gipfel der Strategie, er meinte das positiv, dass wir unseren Rivalen Russland schädigen können, ohne einen einzigen US-Soldaten zu verlieren. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das ist ja alles nachhörbar, man kann sich das ansehen. Warum steht das nicht in den sogenannten Medien, die doch verpflichtet sind, das Wichtige zur Urteilsbildung, zur Urteilsfindung auch zu liefern? Warum steht so etwas nicht da? Denn dann würde man sich doch die Frage stellen, Moment mal, was passiert da eigentlich? Da sagt eine Weltmacht, die den Anspruch hat, die Welt zu beherrschen, die einzige Weltmacht zu bleiben, wir schädigen jetzt einen Rivalen und haben das so geschickt veranstaltet, dass wir keinen einzigen US-Soldaten verlieren. Wir verdienen ja noch gewaltig daran, denn gewaltige Lieferungen von Waffen aus den USA überschwemmen jetzt auch die europäischen Staaten. Die zahlen dann kräftig und deswegen sind die Gewinner dieser Veranstaltung, wenn man von Gewinnern überhaupt reden kann, diejenigen, die eben an diesem Krieg verdienen, in erster Linie die Vereinigten Staaten, die auch noch jetzt das Russengas durch ihr eigenes Fracking-Gas Zug um Zug ersetzen. Und die Verlierer sind die Europäer, an erster Stelle die Deutschen, aber noch mehr die Ukrainer, die jetzt sterben, weil sie eben im Grunde genommen verheizt werden für einen Krieg. Verheizt werden für einen Krieg, der im Grunde genommen ein Krieg, ein geostrategischer Krieg der USA ist. Und das ist das Erstaunliche. Jetzt haben wir fast 2 Jahre diesen Krieg. Und 2 Jahre haben wir jetzt gehört, dass Waffenlieferungen der Weg sind, um die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen. Hier können Sie ja schon die Perversität der ganzen öffentlichen Debatte erkennen. Die Ukrainer in eine bessere Situation zu bringen, da sterben täglich Menschen. Und zwar nicht nur Soldaten. Und da sagt man, wir müssen Waffen liefern. Der Höhepunkt ist ja unsere oberste Intellektuelle, Frau Baerbock, die also gesagt hat, deutsche Waffen retten Leben. Man muss sich das nur mal vorstellen. Das ist die Parole der US-Waffenindustrie. Waffen retten Leben. Die wiederholt hier unsere Außenministerin, die von der ehemaligen Friedenspartei der Grünen kommt. Man muss sich das nur mal vorstellen, was sich da alles geändert hat. Nein, jetzt machen wir das fast 2 Jahre mit dem Ergebnis, dass die Ukraine immer mehr Schaden nimmt.
dass immer mehr Menschen getötet werden, verletzt werden und so weiter und so weiter. Und sie wollen nichts ändern. Und wenn ich hier sage, die Ukraine nimmt immer mehr Schaden und sie wollen nichts ändern, sage ich auch, natürlich müssen wir auch an die Russen denken, die da gefallen sind. Und wir müssen auch an die denken, die eben in dem langen Krieg schon seit 2014 ums Leben gekommen sind, in der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine. An die alle müssen wir denken, sie sind alle Opfer einer falschen, nicht begründbaren geostrategischen Auseinandersetzung. Und dass das eine geostrategische Auseinandersetzung ist, dazu gibt es unzählbare Zitate und Aufsätze in der US-Literatur. Und das ist so beschämend. Selbst Kissinger, der jetzt vor kurzem gestorben ist, hat in seinem berühmten Werk Diplomacy eine entsprechende Passage gehabt, die auch auf dasselbe hinausläuft wie die Aussage von George Friedman. Nämlich darauf, dass die USA alles tun müssen, um den europäischen Kontinent zu beherrschen, den eurasischen Kontinent zu beherrschen, also die stärksten Einfluss dazu haben, und dass sie verhindern müssen, dass irgendeine Macht entsteht, er dachte sicherlich auch an Russland und Deutschland, die eben ein ähnliches Gewicht haben würde auf dem eurasischen Kontinent wie die USA. Das sei einfach die begründete Politik der USA, der Außenpolitik, das sei eben selbstverständlich. Und dahinter steckt ein größenwahniger, wahnsinniger Anspruch. 4% der Weltbevölkerung sind die Bevölkerung der USA. Also ein Staat, der 4% der Weltbevölkerung repräsentiert, das heißt eine Regierung beansprucht, Weltmacht zu sein, die ganze Welt zu dirigieren, das ist Größenwahn. Das muss man in dieser Deutlichkeit ansprechen. Auch dann, wenn das ununterbrochen in ständiger, täglicher Propaganda den Leuten serviert wird, dass das notwendig sei, um den Frieden auf der Welt zu bewahren. Ist auch etwas Erstaunliches, dass das Land, das die meisten völkerrechtswidrigen Kriege geführt hat, das in der ganzen Welt Militärstationen hat, das den höchsten Kriegshaushalt der Welt hat mit riesigem Abstand, dass dieses Land eben bei weiten Teilen der Bevölkerung immer noch als Friedensmacht gilt. Da sehen Sie die ungeheure Wirkung der Propaganda. Und da sehen Sie, ein welch genialer Schriftsteller George Orwell war, der schon eben vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, wenn die Lüge oft genug wiederholt wird, wird sie zur Wahrheit. Das ist ein Prozess oder ein Mechanismus, den man kaum durchbrechen kann. Sie können ja sehen, wie in den verschiedenen Gesellschaften der Welt sich eben die Wahrheit entwickelt, die unterschiedlichen Wahrheiten entwickeln, die immer auch Ergebnis der Erzählungen sind, die in diesen Teilen der Welt eben vorherrschend sind. Das gilt für die Religion beispielsweise, das gilt aber auch für die politischen Meinungen, die sich bilden, kulturell bedingt, aber auch immer hervorgehend aus den Erzählungen. Und wenn eine Erzählung, die falsch ist, immer wieder wiederholt wird, dann wird sie eines Tages zur Wahrheit. So möchte ich dann das etwas abmildern, das Zitat von George Orwell. Der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, um die Notwendigkeit der Nachdenkseiten zu begründen, ist eben jetzt die Tragödie wiederum im Nahen Osten. Und da beobachten wir ja jetzt gerade auch in den europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, dass sich zwei Haltungen gegenüberstehen. Einmal die Haltung, dass Israel richtig handelt, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen nach dem Angriff, nach dem Massaker, das die Hamas angerichtet hat. Und auf der anderen Seite die Haltung, dass die Palästinenser seit Jahren von den Israelis unterdrückt werden, dass viel Unrecht geschieht und dass das eine Art Gefängnisausbruch war und dass man auf der Seite der Palästinenser stehen muss. Und es ist erstaunlich, wie diese Meinungen gegeneinander stehen
Und es ist erstaunlich, dass wir in Deutschland eine veröffentlichte Meinung haben und eben eine Regierungsmeinung, die nicht akzeptabel ist. Sie ist aber nicht nur nicht akzeptabel, ich will das begründen, sie ist auch verlogen. Ich komme jetzt mal auf einen Kernpunkt. Wenn es um diesen Konflikt geht, dann wird die richtige Aussage immer wieder wiederholt, dass wir aufgrund unserer Geschichte verpflichtet sind, uns für Israel einzusetzen, für die Lebensrechte der Jüdinnen und Juden und so weiter und so weiter. Und es wird dann eben der Mord an 6 Millionen Juden beschworen, der uns verpflichtet, die Existenz Israels zur Staatsräson der Bundesrepublik zu machen. Mich hat das schon als Student beschäftigt. Und irgendwann habe ich mir sagen müssen, das ist alles verlogen. Denn wir haben nicht nur 6 Millionen Juden ermordet in unserer Geschichte, sondern wir haben auch durch den Krieg 25 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion ums Leben gebracht. Und wenn wir auf der einen Seite die Verpflichtung haben, die ich für richtig halte, niemals wieder uns in irgendeiner Form gegen die Jüdinnen und Juden zu richten, dann gilt das doch genauso für die Russen jetzt. Also der Antisemitismus ist verwerflich, aber der Antislawismus, der Russenhass, der jetzt gepredigt wird, der ist genauso verwerflich und ein Verrat an unserer Geschichte. Für mich gibt es nämlich eine Lebenserfahrung. Wenn man Mitleid hat mit den Menschen, die leiden und ums Leben kommen, die gequält werden, die gemartert werden, dann gruppiert man dieses Mitleid nicht nach Nationen, nicht nach Religionen. Es gibt da eine einzige Wahrheit, auch wenn immer die Babys bemüht werden, das war jetzt auch wieder so, ich denke da immer noch an die Brutkastenlüge, der eine oder andere wird sich erinnern, immer wieder versucht man das, aber wenn man mit Babys Mitleid hat, dann doch mit allen, die ums Leben kommen. Ist das denn so schwer zu begreifen? Und kein Massaker rechtfertigt ein weiteres Massaker. Und deswegen freue ich mich, dass es wenigstens jemanden gibt wie Antonio Guterres, der immer wieder versucht, als UNO-Generalsekretär jetzt deutlich zu machen, dass das nicht geht, was da im Gazastreifen passiert. Aber es geht jetzt nicht nur darum, das eine und das andere zu betrachten, es geht noch um mehr. Wir wollen doch Frieden in dieser Region. Wir wollen zum Frieden beitragen. Und manchmal muss man auch Menschen schützen, den falschen Weg zu gehen. In diesem Fall gilt das eben für die Israelis, die ja eben auch eine Regierung haben, die man ablehnen muss. Da sagte ja selbst der ehemalige israelische Botschafter hier, Shimon Stein, dass das eine halbfaschistische Regierung ist. Derjenige, der fürs Westjordanland zuständig ist, der Minister, nennt sich selbst einen homophoben Faschisten. Er nennt sich selbst so. Da kann es doch nicht richtig sein. Oder der Verteidigungsminister spricht von menschlichen Tieren im Gazastreifen. Das ist Faschismus. Und deswegen muss die Welt aufstehen und muss eben sagen, stopp! Nur das Mitleiden mit allen, der ehrlich versucht, das Leid der Menschen zu verhindern, überall auf der Welt, kann doch die Grundlage für eine richtige Politik sein. Und deswegen müsste die UNO noch stärker tätig werden, um dieses Morden zu stoppen und zu verhindern. Im Interesse auch Israels. Ist das denn so schwer zu begreifen? Hass erzeugt immer wieder Hass.
Und wenn man eben ganze Stadtviertel bombardiert, wenn man ganze Städte bombardiert, Krankenhäuser bombardiert, Schulen bombardiert, dann mag man noch so gute Gründe haben, weil da irgendwo auch Zentralen der Hammer sind. Aber es wächst doch der Hass, wenn man diese elenden Bilder sieht und so. Und wenn der Hass immer weiter wächst, wird es niemals Frieden geben in dieser Region. Hass ist die Grundlage für Krieg, Elend und Zerstörung. Dann muss ich wieder sagen, ich beobachte das, was öffentlich diskutiert wird, was die Medien schreiben, immer wiederum mit einigen Ausnahmen. Wenn dann der Bundeskanzler, nachdem schon über 10.000 Menschen im Gazastreifen ermordet worden, wenn der dann sagt, ich gehe davon aus, dass die israelische Regierung das Völkerrecht beachtet, dann fehlen mir die Worte. Ich kann das auch nicht mehr akzeptieren. Sage noch einmal, es ist völlig gleichgültig, zu welchem Staat, zu welcher Nation, zu welcher Region jemand gehört. Wenn ich Humanist bin, wenn ich mich etwa gar noch zur christlich-jüdischen Tradition bekenne, ich nenne jetzt mal jüdische Tradition, ich habe kürzlich in der Weltwoche habe ich einen Aufsatz geschrieben und habe an das Alte Testament erinnert. Da war diese Fragestelle schon. Gott wollte bei Sodom und Gomorra nach der Erzählung des Alten Testamentes die Städte auslöschen. Und Abraham sagte ihm, es sind doch auch Gerechte, die wohnen in Gomorra. Willst du auch alle diese Gerechten töten, weil andere Unrecht getan haben? Und schließlich hat dann Gott eingesehen, dass er die Gerechten nicht gleichzeitig töten kann. Das ist die Lehre des Alten Testamentes. Man darf nicht Unschuldiger ermorden, um ein Unrecht zu rächen. Das ist dann ebenfalls ein Unrecht. Das ist schon die Lehre des Alten Testamentes. Und deswegen müssen wir immer wieder erkennen, dass zwei Dinge Voraussetzung sind, zu einer besseren Gesellschaft zu kommen. Einmal die Wahrheit und Wahrhaftigkeit, das Bemühen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und das ist ja eben das Thema, was uns heute hier zusammengeführt hat. Zum Zweiten aber auch die wirkliche Zuneigung zum anderen Menschen, die Liebe zum anderen Menschen. Und diese Liebe unterscheidet nicht nach all den Kriterien, die ich jetzt immer wieder bemüht habe. Ich will einfach die Hoffnung nicht aufgeben, liebe Freundinnen und Freunde, dass es möglich ist, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Ich will sie nicht aufgeben. Ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben im Interesse, ich habe Enkel, unsere Kinder und Enkel, dass es vielleicht doch mal möglich ist, eine friedlichere Welt zu schaffen. Ich weiß, dass die Menschen so, wie sie sind, so wie sie sind. Sie können viel Gutes tun, sie können auch Verbrechen begehen. Aber wir müssen doch versuchen, die Institutionen der Welt so zu schaffen und so zu bauen, dass wir eben eine friedlichere Welt haben. Und da können wir auch noch, um das noch zu erwähnen, die Kunst zu Hilfe rufen. Mich schmerzt mich regelrecht, dass jetzt Künstler ausgeladen werden, die nicht die Meinung derjenigen haben, die im Moment eben über die Hallen verfügen oder die im Moment eben über die Gelder verfügen, jemanden einzuladen. Welch eine Fehlentwicklung. Die Kunst kennt keine Grenzen. Die Musik verbindet die Völker. Wie kann man auf die Idee kommen, jetzt Künstlerinnen aus Russland beispielsweise oder auch aus der arabischen Welt auszuladen, weil sie eben zur falschen Nation oder zur falschen Kultur gehören. Was ist das eigentlich für eine Welt? Naja, ihr seht, ich käme jetzt in Versuchung, noch länger zu reden, mich noch weiter zu engagieren. Ich werbe hier wirklich für die Nachdenkseiten. Ich werbe, sie zu unterstützen. Denn sie hat wirklich, die Nachdenkseiten haben Großartiges geleistet. Ich gehöre auch zu denen, die morgens die Nachdenkseiten anklicken. Dann erspare ich mir die Lektüre vieler anderer Blätter und das Anschauen und Anhören anderer nach. Immer wissend, dass es noch andere Meinungen gibt, die ebenfalls gehört werden müssen und gegenteilige Meinungen, dass ich mein eigenes Urteil schärfen muss. Aber im Grunde genommen geht es doch um eine menschlichere Welt. Und deshalb möchte ich schließen mit dem Wort, doch ihr, wenn es einmal soweit sein wird,
dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenket unserer mit Nachsicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das machst du doch. Großen Dank, lieber Oskar. Das war wirklich bewundernswert, nachahmenswert, wie du die Sachen, die uns bedrängen, auf den Punkt gebracht hast. Und deshalb ganz herzlichen Dank. Die Blumen waren ursprünglich für Sarah gedacht. Jetzt bringst du sie hier mit. Und dann gibt es bei uns auch immer etwas aus der Südpfalz. Hier wächst Wein. Für den mache ich auch gerne Reklame, auch weil ich ihn selber gerne trinke. Und hier ist eine kleine Kostprobe für euch. Ich habe es einfach gemischt. Nochmal ganz herzlichen Dank für diesen. Stopp. Mama, keine. Machst du keine Fragen? Nee, okay, machen wir. Ich habe schon gut geredet. Machen wir. Ja, gut, okay.
Soviet über Elsass. Und jetzt sind wir sehr fröhlich, très heureux, fröhlich, glücklich, hier zu kommen und zu spielen. Cyril mit dem Banjo und die Sie. Pablo auf dem Piano. Bruno à la basse. Didier à la clarinette. Thank you.
Elsass-Weinstraße. Thank you.
Wir haben schon ganz viel Interessantes über die Nachdenkseiten gehört heute Abend. Es gibt noch ein paar Menschen, die heute Abend hoffentlich was Nettes über die Nachdenkseiten noch sagen möchten, die ich alle jetzt gerne miteinander, ich glaube, das gibt ein schöneres Bild, als wenn sie so einzeln rauftröppeln, alle miteinander gerne auf die Bühne bitten möchten. Einfach so einen schönen Halbkreis, damit man ein schönes Foto machen kann oder euch schön wahrnehmen kann, wie auch immer. Fühlt euch einfach. Haben wir alle? Eins, zwei, drei. So, sind wir komplett? Okay. So. Sehr schön. Zwei Minuten haben wir ausgemacht. Mal schauen, wie wir das hinkriegen, weil ich denke, wir möchten jetzt alle nicht mehr so ewig lang auf unseren Sitzen bleiben. Nach der tollen Musik drängt es uns irgendwie in die Bewegung. Aber trotzdem, ich finde wichtig, dass wir uns anhören, was Sie uns alle noch zu erzählen haben. Wir fangen an, das ist das Mikrofon freigegeben, mit der Christine Sperber. Die Christine hat einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik. Sie arbeitet in Bergzabern und da hat Albrecht sie auch kennengelernt. Sie ist auch noch eine begnadete Computerfachfrau, die Albrecht hilft, wenn er Probleme hat. Und sie ist natürlich Nachdenkseitenleserin. Und ich bitte dich wieder ans Mikrofon. Ziemlich nah dran. Lieber Albrecht, sehr geehrter Herr Lafontaine, verehrte Gäste. Es ist mir eine große Ehre, heute vor Ihnen zu stehen und das 20-jährige Jubiläum der Nachdenkseiten zu feiern. Für mich ist es ein Anlass voller Reflexion, Dankbarkeit und Inspiration. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Nachdenkseiten unter der Leitung des herausragenden Albrecht Müllers eine Reise durch die Gedankenwelt unternommen, die viele von uns sicherlich berührt und auch geprägt hat. Albrecht Müller ist nicht nur ein brillanter Kopf, sondern vor allem ein großartiger Mensch, der mit seiner Beharrlichkeit, seinem Weitblick und seinem unermüdlichen Engagement beeindruckt. Sein Werk spiegelt nicht nur journalistische Exzellenz, sondern vor allem die tiefe Hingabe an die Wahrheit wieder. Die Nachdenkseiten sind zu einer Stimme der Vernunft in einer oft überlauten Welt geworden. Herr Müllers Einsatz für kritische Analyse, Transparenz und demokratische Werte ist bewundernswert. Und heute stehen wir nicht nur hier, um die Vergangenheit zu feiern, sondern die Zukunft zu gestalten. Die Nachdenkseiten sind nicht nur ein Archiv von Gedanken, sondern auch eine Plattform, die ermutigt zu reflektieren, weiterzudenken und aktiv zu gestalten. In den 20 Jahren hat Albrecht Müller mit seinem Team der Nachdenkseiten nicht nur eine Plattform geschaffen, sondern auch eine Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, die Vielfalt schätzt und den Dialog fördert. Lassen Sie uns gerne gemeinsam einen Moment der Wertschätzung für Albrecht Müller, sein beeindruckendes Werk und das Team der Nachdenkseiten teilen. Möge die kommende Zeit genauso erfüllt sein von Gedanken, Dialog und vor allem dem guten Glauben an eine bessere und friedlichere Zukunft. Bevor ich schließe, erlaube ich mir, mich vor dir, lieber Albrecht, zu verneigen.
vor deinem unermüdlichen Engagement und vor allem die Fähigkeit, nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen zu erreichen. Du bist ein besonderer Mensch. Auf dich, lieber Albrecht, auf die kommenden Jahre unserer Freundschaft und auf die nächsten 20 Jahre der Nachdenkzeiten. Vielen Dank. Das war ja jetzt fast eine kleine Liebeserklärung, da bin ich ein bisschen eifersüchtig geworden. Aber vielen Dank, liebe Christine. Und man sieht, wir haben, auch wenn der Altersdurchschnitt hier, ohne Ihnen nahe zu treten zu wollen, hier ein bisschen höher ist, man sieht, dass wir doch auch ein paar junge Leserinnen und Leser haben. Es ist schon ein paar Jahre her, als Michael Hartmann, Professor Michael Hartmann, Gast bei den Pleißweiler Gesprächen war. Ich habe nachgeschaut, 2017 war das. Michael Hartmann ist studierter Soziologe und hat sich auf Elitenforschung spezialisiert. Vieles, was er uns 2017 schon berichtet hat, ist heute noch aktuell und hat sich sogar noch eher verfestigt, insbesondere die Kluft zwischen Arm und Reich. Auch seine Bücher sind absolut erhellend. 2018 erschien Die Abgehobenen, wie die Eliten die Demokratie gefährden. Ein Blick nach Berlin beweist, wie recht er hat. Michael, darf ich dich ans Mikrofon bieten? Ja, ich will es kurz machen. Also ich gehöre zu den Lesern der ersten Stunde, lese die Nachdenkseiten seit 20 Jahren. Ich lese aber auch jeden Morgen immer noch die ganzen anderen Leitmedien, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nicht nur für die Demokratie, wie Oskar Lafontaine richtig gesagt hat, sondern für jeden politischen und wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt unverzichtbar ist, unterschiedliche Meinungen zur Kenntnis zu nehmen und sich mit ihnen ernsthaft zu beschäftigen. Was in den letzten 20 Jahren sich verändert hat, ist die Gewichtung. Also die Nachdenkseiten haben in den 20 Jahren permanent an Bedeutung gewonnen. Der Grund ist ganz einfach. In den sogenannten Leitmedien ist diese Vielfalt zunehmend unter die Räder gekommen. Man hat immer häufiger eine vorherrschende Meinung und kaum noch kritische Abweichungen. Ein Vorgeschmack davon hat es schon gegeben, bevor es die Nachdenkseiten gegeben hat, für die Älteren, der Jugoslawienkrieg und der Krieg gegen den Terror. Da waren für einen gewissen Zeitraum auch auf einmal alle abweichenden Meinungen weg. Das hat sich damals auf den kurzen Zeitraum beschränkt von ein paar Monaten, vielleicht einem Jahr, und dann gab es auch sowas wie Selbstkritik. Das vermisse ich bisher bei allen wesentlichen Sachen, bei Corona, bei der Ukraine und jetzt bei Gaza und Israel, wobei da die Meinung etwas vielfältiger ist. Deswegen sage ich, die Nachdenkseiten sind absolut unverzichtbar für so eine Meinungsbildung, und ich schätze, dass die Nachdenkseiten, was das Volumen angeht, also mit den Videos und Ähnlichem, das ist ja ganz unvergleichbar viel mehr als früher, dass die so lange durchgehalten haben, und ich vermute auch, das wird noch die nächsten 10, 20 Jahre so weitergehen, außer es gibt andere Alternativen, das weiß man ja nie, die noch besser sind. Das könnte man sich wünschen, aber man weiß es halt nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Thilo Haase, das hat Albrecht Müller schon erwähnt, von den Gesprächskreisen in Berlin, Berlin-Charlottenburg. Thilo war ein Mann der ersten Stunden, als Albrecht Müller 2009 dazu aufrief, Nachdenkseiten-Gesprächskreise ins Leben zu rufen. Ohne größere Unterbrechungen spendet Thilo seit damals sehr viel Zeit, verbringt er sehr viel Zeit mit der Organisation des Charlottenburger Gesprächskreises. Unterstützt wird er dabei sehr von Michael Lang. Regelmäßige Mahnwachen für Julian Assange und Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten. Veranstaltungen mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten sind das Markenzeichen des Charlottenburger Gesprächskreises. Ganz herzlichen Dank, Thilo, für dein langjähriges Engagement. Ja, vielen Dank, Annette. Wie wir werden, wer wir sind.
So lautet der Titel eines Buches von Joachim Bauer über die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Wie wir werden, wer wir sind, unter dieser Überschrift lässt sich auch das Wachsen und die Entwicklung unseres Nachdenkseitengesprächskreises in Berlin-Charlottenburg beschreiben. Menschliche Resonanz stärkt uns. 20 Jahre Nachdenkseiten, das sind auch 14 und ein halbes Jahr Nachdenkseitengesprächskreise. Also wir haben begonnen mit 3 bis 4 Menschen im Mai 2009. Jetzt sind wir im Durchschnitt eigentlich immer so um die 30 und jetzt, ich sage jetzt leider, öfter auch 40 Leute, die einfach kommen, auch wenn keine hochwertigen Referenten da sind, einfach nur um sich auszutauschen. Und das ist eine Herausforderung, die wir jetzt angehen müssen, einfach, dass wir es auf mehr kleine verteilen, aber trotzdem halt den großen Zusammenhalt nicht verlieren. Gewachsen sind wir mit jeder gesellschaftlichen Krise. Und das wurde heute ja auch öfter schon gesagt, mit jeder wahrgenommenen Verengung des öffentlichen Debattenraums. Wir gewinnen mit offener Diskussion und freier Rede und mit menschlicher Resonanz. Die Themen, die Haltung und die Linie der Redaktion der Nachdenkseiten, sie bringen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen in den Nachdenkseiten-Gesprächskreisen. Und daraus kann sich sehr viel entwickeln. Gemeinsame Aktivitäten, Aktionen. Annette hat gerade darauf hingewiesen, hier hängt ein Banner, das ist schon seit mehr als 4 Jahren auf der Straße. Das war schon im Bundestag, bis die Polizei gemerkt hat, dass da hängt. Dann wurde es nach der Hälfte einer Veranstaltung mit John Shipton dort wieder entfernt. Aber ja, das ist Gemeinschaft, die wir leben. Und ja, wie gesagt, die Mahnwachen für Julian Assange, auch da lässt sich öffentlich, auf öffentlichen Plätzen die freie Rede üben. Probiert es einfach mal aus. Es gibt auf freeassange.eu zum Beispiel jede Menge Möglichkeiten zu schauen, was gibt es denn bei mir in der Region. Und ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wollte gerne auch einige Personen nennen, die ohne die Initiative von Albrecht Müller und die Nachdenkseiten hätte ich sie nie kennengelernt. Und sie haben mich persönlich beeinflusst und geprägt. Und nein, es sind keine Prominenten. Es sind zum Beispiel Walter Rösler, der mit uns die erste Veranstaltung über Genossenschaften gemacht hat. Es ist Heidi Förster, eine Aktivistin, von der ich Organisation gelernt habe. Klaus Mantai, ein ehemaliger Lokaljournalist, der einfach mal unangemeldet bei Albrecht Müller vor der Tür stand. Ich habe gelernt von Gertrud Bayer, die hat zum Beispiel das Lied »Die Gedanken sind frei« umgedichtet auf »Lasst Assange endlich frei«. Ursula Brühmann, die mal gesagt hat, ich will raus aus dieser virtuellen Einsamkeit. Und dann, ja, sie war die Erste, die mitkam, schon zum ersten Treffen unseres Nachdenkseitengesprächskreis. Jens Karlberg, ein aufrechter, wirklich kantiger Linker, der seinen Beruf als Lehrer nicht ausüben konnte wegen der Berufsverbote damals. Und als letztes Eckhard Basten, ein ruhiger Arzt, der, wenn er gesprochen hat, und wir sind auch auf vielen Demonstrationen gemeinsam gewesen, hatte alles Hand und Fuß. So, und ich habe keine Angst, dass ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, weil da will keiner genannt werden. Da
Eckhard Basten ist vor 2 Wochen als letzter gestorben. Das heißt, wir leben miteinander. Und da muss ich mich einfach, da muss ich sagen, ja, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich durch die Nachdenkseiten, durch diese Initiative, diese vielen wunderbaren Menschen nie hätte kennenlernen können. Und so sind sie Teil meines Lebens und auch ein bisschen ein Teil meines Selbst geworden. Freunde, zusammengebracht durch die Nachdenkseiten. Und dazu, ja, danke, danke Albrecht Müller, danke für alle in der Redaktion und vor allen Dingen danke an alle, die über diese 2 Jahrzehnte dieses Projekt unterstützt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thilo. Wir freuen uns jetzt auf den Beitrag von Frau Schönbeck-Brandner, eingeflogen, keine Kosten und Mühen gescheut, aus Pfaffenhofen. Frau Schönbeck-Brandner ist Psychoanalytikerin und arbeitet ehrenamtlich in der Hospizarbeit, auch in Pfaffenhofen. Bitte schön. Ja, ich möchte mich meinen Vorrednern natürlich insofern anschließen, als ich mich ganz herzlich bedanken möchte, dass ich heute überhaupt hier sein kann. Ich bin aber noch so eine Art Frischling, also nicht in der Politik und in meinem Engagement, aber ich kenne Herrn Müller noch nicht, außer jetzt ganz kurz heute. Freue mich aber sehr und ich muss sagen, ich möchte die Zeit, die auch Oskar Lafontaine angesprochen hat, diese Pandemiezeit, das war das Schlimmste und Prägendste in meinem Leben, was ich überhaupt an, ich bin ungeimpft, als an Diskriminierung, an Ausgrenzung, an im kleinen Kontext wie auch im großen gesellschaftlichen Kontext, also es war wirklich eine ganz schlimme Zeit und da haben, und jetzt komme ich zu den Nachdenkzeiten, die Nachdenkzeiten mich einfach mit durchgetragen. Sonst, also ich könnte jetzt noch, kriege Tränen in den Augen. Es war einfach nur furchtbar. Und Alternativmedien wie Ihre Seiten und natürlich das ganze Team und auch jetzt die Aufarbeitung dieses entsetzlichen EMA-Briefes, der jetzt wirklich in den Nachdenkseiten sehr korrekt und sehr präzise wiedergegeben wurde und was wir uns da eigentlich haben antun lassen müssen. Also ich bin nie diskriminiert worden, ich wusste eigentlich gar nicht, wie mir geschieht. Also, und ich würde auch alles jetzt natürlich dafür tun, dass die Verantwortlichen, die immer noch an den verantwortlichen Stellen sitzen, ich würde als Bürger alles tun, damit die wirklich ja, vor Gericht kommen. Also anders kann ich nicht ausdrücken. Ich danke, dass ich heute hier sein kann, dass ich mich behalten darf. Vielen herzlichen Dank. Markus Carsten ist Mitglied in unserem Förderverein IQM. Und natürlich ist er der Verleger vieler Bücher von Albrecht Müller und auch von Jens Berger. Aber darüber hinaus ist er ein Freund und wertvoller Gesprächspartner und Ratgeber. Bitte. Danke, liebe Annette, lieber Albrecht, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Jens, Lars, Florian, Tobias, Ala. Ihr habt als Claim die kritische Website. Kritische Website ist, glaube ich, auch eine Variante des schon Zitierten mit dem Wissen wächst der Zweifel. Ich möchte aber mal ein kurzes Beispiel dafür geben, wie wichtig es ist, kritisch zu sein, denn es fällt auch nicht einfach vom Himmel, das muss eingeübt werden. Es muss einem gezeigt werden, wie das geht. Das warst du, Albrecht, vor über 20 Jahren schon, der darauf hingewiesen hat, wenn irgendwo Reform draufsteht, so schön, ist toll, es wird etwas reformiert, dann wird es besser, dass das nicht so ist, dass es eine Lüge ist. Darauf hast du hingewiesen und darauf muss man erstmal kommen und du hast es auch geschafft, uns allen hier beizubringen, wie das geht. Vielen Dank. Kurz erwähnen möchte ich noch, dass es der Heiner Flassbeck gewesen ist, der vor vielen Jahren mir mal gesagt hat, ich soll doch mal den Albrecht Müller anrufen. Da gibt es auch ein bisschen was zu verlegen. Und wir haben die Jahrbücher seinerzeit gemacht und dann folgten auch einige Bestseller.
kommender Bestseller, möglicherweise im nächsten Jahr auch. Hier steht auch eine Bestseller-Autorin. Wir haben hier heute keinen Büchertisch, ich habe aber eine Handvoll Bücher mitgebracht von dir, von Ulrike und von Oskar. Die vom Oskar sind schon unterzeichnet und ich wollte sagen, wer die erwerben mag, der Erlös, sollte doch den Leuten zugutekommen, die das ermöglicht haben, hier in der Halle heute feiern zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Professor Ulrike Gerow kennen sicher viele von Ihnen noch von Ihrem Besuch in Kapellen-Drußweiler im Sommer 2022 zum Pleißweiler Gespräch. Wer schweigt, stimmt zu, ist nicht nur der Titel Ihres Buches, das natürlich bei Westend erschienen ist und ein Bestseller, es ist Ihr Motto. Sie schweigt nicht, nicht zur Pandemie, aber auch nicht zum erbarmungswürdigen Zustand Europas. Der Gegenwind ist entsprechend heftig. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, ich fange mal ganz anders an, nämlich mit Ringelnatz. Es war einmal eine Schnupftabakdose, die hatte Friedrich der Große selbst geschnitzt aus Nussbaumholz und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen und sprach, bevor er zu bohren begann: Was geht mich Friedrich der Große an? Und jetzt möchte ich in wenigen Schritten erzählen, wie lang meine Reise nach Rom war. Rom, es gibt ja bekanntlich viele Wege führen nach Rom. Rom in diesem Fall die Nachdenkseiten. Es muss erzählt werden, dass ich biografisch aus einem Elternhaus komme mit einem, ich sag mal, hartgesottenen CDU-Ratsherr aus Grevenbroich, der mit Dorothee Wilms, damals noch bekannt als Ministerin für innerdeutsche Zusammenarbeit, im Stadtrat Grevenbroich gesessen hat. Und ich habe eigentlich nichts anderes gehört, als ich jung war, dass über die sogenannten Sozen gezetert wurde. Es tut mir wirklich leid, aber ich saß einfach in den ganzen 70er Jahren neben einem Vater, der gesagt hat, Inflation, alles Helmut Schmidt und so weiter und so weiter. So, wenn man also in dieser Wendegeneration Helmut Kohl 1983 allein freudianisch nichts anderes machen kann, als dem Vater zu gefallen, also sprich CDU zu wählen, ist der Weg zu den Nachdenkseiten ein langer. Er fing an, als ich dann über Fügungen der Geschichte, weil sich damals die CDU und die SPD zu Europa noch gut verstanden haben, konnte ich in den 90er Jahren sozusagen von Wolfgang Schäuble zu Jacques Delors durchgereicht werden, ja, weil man damals wenigstens beim Europathema noch kein Feigenblatt dazwischen bekommen hat. Ich lernte dann bei Jacques Delors Stefan Collignon kennen, den müssen Sie nicht unbedingt kennen, er hat aber für Oscar Lafontaine in den wenigen Monaten gearbeitet, als Oscar Lafontaine das Wirtschafts- und Finanzministerium hatte und Stefan Collignon war mein Chef. Und von ihm habe ich sehr viel Makroökonomie gelernt. Er hat mich ständig beschallt und auf einmal hörte sich das ganz anders an als mein Vater. Also so viel zum Thema die andere Meinung mal hören. Dann kam das Jahr 2003, was ich jetzt erwähne, Albrecht, nur weil du in deiner Einladung geschrieben hast, dass der Beginn der Nachdenkseiten diese Initiative Neusoziale Marktwirtschaft war. Da muss ich bekennen, dass ich mit Johannes Bohnen und der ganzen Clique, die das in Berlin gemacht hat, natürlich befreundet war, weil das damals sehr schick war. Also ich war noch nicht so ganz auf der, ich sag mal, anderen Seite. Dann kamen aber die Nullerjahre und es ging Schlag auf Schlag, der Irakkrieg, das französische Nein und so weiter. Und um es kurz zu machen, dann kam die Bankenkrise und dann bin ich buchstäblich vom Glauben abgefallen. Also mein vom Glauben abfallen, glaube wenig, hinterfrage alles, denke selber, war wirklich der Moment der Bankenkrise, könnte ich jetzt lange zu reden, wo Europa meines Erachtens nachdrücklich verraten wurde. Das war der Moment, wo ich die Schriften von Herrn Lafontaine mir nochmal angehört habe, entdeckt habe, dass Herr Gysi vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie mein Vater immer behauptet hat. Und wo auf einmal ein Vakuum entstanden ist, und das ist der Punkt oder der Abschluss dessen, was ich sage, wenn man vom Glauben abfällt, weil man vorher schon die Süddeutsche nicht mehr lesen konnte, weil man die FAZ während der Bankenkrise unerträglich gefunden hat, wenn man auf einmal irgendwie das Gefühl hat, das ganze Dominosteingebäude, an das man irgendwo geglaubt hat, als da ist zum Beispiel ein europäisches Deutschland und es kracht einem vor die Füße und nichts ist da. Und dann hatte ich einen Freund, der hieß Reinhard Blomart und der arbeitete für den Leviathan, ist eine sehr schöne Zeitschrift, und der schickte mir auf einmal so Links.
lies doch mal das. Nachdenkseiten, Telepolis, Infosperber. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass ich wie so ein anderes Ufer entdecke. Und dafür, Albrecht, großen Dank, weil in dieser Zeit, in diesen Jahren, wart ihr tatsächlich meine Rettung. Seitdem bin ich addicted, würden die Amerikaner sagen. Seitdem habe ich gelernt, was guter Journalismus ist. Bin auch eigentlich wie andere, die FAZ irgendwie nur noch wahrnehmen, aber dann doch da geblieben. Auch für mich gilt in den letzten 3 Jahren Corona, Ukraine, Gaza, dass das der erste Klick am Morgen ist. Und enden möchte ich mit der persönlichen Dankbarkeit, dass in dem Moment, wo es letztes Jahr auch über mich heiß herging, die Nachdenkseiten verschiedene gute Artikel über mich gebracht haben. Markus Klöckner über die Treibjagd. Florian Warwick ist jetzt 2-mal auf meinem Geburtstag gewesen, wenn ich das sagen darf. Das heißt, ich habe jetzt schon so Family-Instinkte und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich die nächste Laudatorin leider nicht vorstellen kann. Da gab es ein kleines Kommunikationsproblem im Hause Sorg-Müller. Die Frau Irmgard Freihofer, gell? Genau. Bitte ans Mikrofon, die stellt sich jetzt nämlich selber vor, weil ich das nicht ja, kann. Guten Abend, mein Name ist Irmgard Freihofer, ich komme aus Regensburg. Dort bin ich Stadträtin seit 15 Jahren und bis vor kurzem war ich das für die Linke. Ich bin aber Ende Oktober ausgetreten. Ja, und vielleicht nimmt mich ja die neue Partei dann auf, das wird man dann sehen. Also ich wünsche mir natürlich wieder eine politische Heimat. Im Augenblick bin ich Einzelstadträtin, aber komme damit auch ganz gut zurecht. Ich lese die Nachdenkseiten auch seit ihrem Beginn. Damals war ja auch das Thema mit der neoliberalen Agenda der rot-grünen Regierung. Und das war also für mich wirklich auch eine Art von Erleuchtung zu sehen, was eigentlich läuft und wie die Medien darüber berichten, insbesondere auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Damals gab es auch eine unsägliche Kampagne, Du bist Deutschland, das wurde auch von einem Arbeitgeberverein mitfinanziert, hatte auch einen hohen Kitschfaktor und mancher Promi war sich auch nicht so dumm dazu, hier mitzumachen. Da wurde man darauf eingestimmt, den Gürtel enger zu schnallen und das wurde natürlich verbrämt mit solchen Begriffen wie Eigenverantwortung stärken und so wurde halt eben der Boden dafür bereitet, dass man den oberen 10.000 mehr gibt und weiter unten das Geld dann wegnimmt. Und das ging natürlich dann weiter mit der Bankenkrise schließlich, das hat eben der Frau Gero schon gesagt, erwähnt. Und dann ganz groß Corona und jetzt eigentlich für mich fast das wichtigste Thema jetzt der Ukraine-Krieg. Dazu einfach täglich die Informationen zu bekommen und zwar auch eben auch diejenigen, die nicht der eigenen Meinung entsprechen. Also es ist vor allem sehr wertvoll, diese Presseschau jeden Tag zu haben und sich nicht mühsam immer alles zusammensuchen zu müssen. Bei mir ist es zwar nicht der erste Klick am Morgen, ich bin Lehrerin und muss da in die Schule, aber der letzte Klick am Abend gilt bei mir immer den Nachdenkseiten und dafür nehme ich mir auch viel Zeit. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Albrecht Müller und seinem gesamten wirklich fabelhaften Team. Also es ist wirklich unglaublich, diese Artikel zu lesen, die ich auch sprachlich immer sehr gut finde, das möchte ich auch mal sagen, und sehr fundiert. Und das wichtigste Thema auch, was Oskar Lafontaine angesprochen hat, ist natürlich, also wenn wir die andere Meinung nicht mehr zulassen, dann ist mit der Demokratie am Ende, dann ist die Demokratie am Ende. Und das dürfen wir nicht zulassen und deswegen ist natürlich wünschenswert, dass die Nachdenkseiten noch sehr viel mehr Leser bekommen. Ich selber bin auch Mitglied einer örtlichen Nachdenkseiten-Lesegruppe in Regensburg und der Kreis wächst kontinuierlich, das ist sehr erfreulich. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Den nächsten Redner kann ich wieder ankündigen. Alexander Unziker. Er ist Physiker, Jurist und Autor. Er schreibt Artikel für die Nachdenkseiten, aber natürlich auch lesenswerte Bücher, die, große Überraschung, beim Westend Verlag erscheinen. In den Nachdenkseiten haben wir auch über 2 Verfassungsbeschwerden von Alexander Unziker berichtet. Die haben die Themen Frieden und Informationsfreiheit zum Inhalt, kann man gern nochmal nachlesen, spannende Geschichte.
Bitte schön. Wenn man in einen Begriff zusammenfassen wollte, warum hier 500 Leute versammelt sind, wäre es, denke ich, Aufrichtigkeit. Die Leute haben es satt, von fremden Interessen manipuliert zu werden, von Medien, die verdrehen und verzerren. Die Nachdenkseiten haben in den letzten 20 Jahren aufrechten Journalismus gemacht. Danke dafür. Und ich hebe jetzt nur eine Überschrift aus dieser Zeit hervor, die sich gegen diesen Mainstream wandte. Sie lautete: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das ist doch Wahnsinn, was heute passiert. Und ich freue mich, dass Sie, Herr Lafontaine, dieses Thema so stark in Ihren Vortrag heute eingebracht haben. Es war eine wirklich aufrechte Rede, die sich für Frieden einsetzt und die wahren Dinge beim Namen nennt. Und die gleiche Aufrichtigkeit spüren die Leute auch bei Frau Wagenknecht in den Talkshows. Und deswegen wünscht man nicht nur den Nachdenkseiten alles Gute zum Geburtstag und viel Erfolg, sondern auch natürlich dieser neuen Partei zum Geburtstag, dass sie möglichst viel Erfolg haben möge. Die einzige kleine Sorge, die ich habe da, wie sieht es in der neuen Partei wirklich mit der Diversität aus? Das ist, der Eindruck wurde jetzt verstärkt, mein ganz persönlicher Eindruck ist, da fehlen vielleicht tatsächlich ein paar alte weiße Männer noch. Herr Müller, Sie fühlen sich nicht auf den Schlips getreten, hoffentlich. Ja, dann möchte man sagen, man wünscht von Herzen 10%, 20%, 30%. Aber der Verstand sagt, das sind noch nicht 50. Das ist noch keine Mehrheit. Und Mehrheiten bekommt man nicht durch Spaltung, sondern vielleicht, wenn man ein wichtiges gemeinsames Thema hat. Herr Lafontaine, Sie haben sich in Ihrem Leben wahrscheinlich schon viel mit Gerhard Schröder gezopft, oder? Aber jetzt stehen Sie doch beide auf der richtigen Seite für Frieden und Völkerverständigung bei diesem Thema. Und das Problem ist doch, dass wir heute eine Riesenkoalition der Kriegswilligen, Kriegsbereiten, Kriegstreibenden haben. Diese olivgrünen und diese gelbbraunen neuen Farbschöpfungen der Zeitenwende. Und dagegen bräuchte man eine große Allianz, glaube ich, für den Frieden und, das denke ich, das gehört auch zur Aufrichtigkeit, in so einem Bündnis für den Frieden sollte auch niemand unwillkommen sein. Und ich sage es mal ganz direkt, wenn man halt für den Frieden ist, dann ist man ja schon rechts. Und wenn man noch dazu sagt, wir schaffen das vielleicht nicht ganz alles sofort ganz leicht, dann ist man erst recht ganz rechts. Aber wer jetzt Sie, Herr Lafontaine, oder Frau Wagenknecht als rechts diffamieren wollte, der ist nicht nur unaufrichtig. Stichwort Zentrum liberale Inquisition hatten wir ja heute schon, glaube ich. Ne? Der ist nicht nur unaufrichtig, sondern dem kann auch nicht mehr geholfen werden. Und damit unserem Land aber noch geholfen werden kann, denke ich, brauchen wir, dass Frieden mehrheitsfähig ist. Deswegen setzen wir alle Frieden und Völkerverständigung ganz oben auf die Agenda als Thema Nummer 1, als Thema Nummer 2 und als Thema Nummer 3. Denn ohne Frieden, und ich glaube, da wird mir einer besonders zustimmen hier, ohne Frieden ist alles nichts. Herzlichen Dank. Hermann Soller ist Mitglied unseres Fördervereins EQM. Er hatte vor seinem Ruhestand zahlreiche Funktionen in der Öffentlichkeitsarbeit bei der IG Medien und später bei Verdi inne, Pressesprecher und vieles andere mehr.
Für die Nachdenkseiten ist er ein ganz wertvoller Lieferant von Hinweisen des Tages. Du hast das Wort, Hermann. Zunächst möchte ich aus ganz pragmatischen Gründen einfach mal feststellen, dass alles, was bisher gesagt wurde, von mir voll unterschrieben werden kann. Aber ich erinnere mich in diesen Tagen daran, dass ich mit Albrecht Müller in einem Hochhaus der Gewerkschaften in Berlin zusammensaß und da haben wir die Uridee der Nachdenkseiten diskutiert. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht mal endgültig den Titel gehabt und wir haben darüber nachgedacht, auf welche Art und Weise wir die Gewerkschaften mit ins Boot holen könnten, als Förderer, Unterstützer. Leider muss ich berichten, der Albrecht weiß es, es ist uns nicht gelungen. Schade, zumal auch deshalb, weil man heute feststellen muss, dass die Gewerkschaften in der Öffentlichkeitsarbeit sehr zurückgefallen sind, um es mal höflich zu sagen. Es findet keine wirkliche gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mehr statt. Ist keine Arroganz von mir, aber damals haben wir noch manchmal auch eine Presseerklärung abgegeben, wo es zur Sache ging. Heute ist das alles Tarifgeschäft, was wichtig ist, aber politische Inhalte, die ans Grundsätzliche gehen, sucht man vergeblich. Aber wir machen natürlich trotzdem weiter, auch im Rahmen der Nachdenkseiten. Und für mich persönlich sind die Nachdenkseiten ein Leuchtturm, sie leuchten mir die Landschaft aus, ich kann vieles besser erkennen. Er gibt der Leuchtturm gibt Orientierung und ich hoffe, dass das immer mehr Menschen erkennen. Ich leiste dazu einen ganz kleinen Beitrag, könnten vielleicht andere auch machen. Ich suche mir jeden Tag aus dem Angebot, je nachdem, um welche Themen es geht, 2, 3, 5 Artikel raus. Und da habe ich auch noch mal so einen Verteilerkreis. Der geht teilweise bis zu 50 Personen. Also insofern sind die Klickzahlen noch ein bisschen höher, als der Albrecht schon dargestellt hat. Und ich hoffe, wir haben weiter Erfolg. Vielen Dank. Der Letzte, keinesfalls der Geringste, der jetzt gerade mit seiner Fahne kämpft. Der Udo Fröhlich. Udo Fröhlich ist ein aktiver Gestalter bei 2 Nachdenkseiten-Gesprächskreisen ganz im Norden, nämlich in Hamburg und in Südholstein. Er hat immer viele tolle Ideen. So hat er sich zum Beispiel die Mailadresse nachdenken.in ausgedacht, die so sehr verbreitet. Die kam aus Bremen, aber ich habe sie verbreitet. Psst. Und dann hat er sich von den französischen Gelbwesten inspirieren lassen und hat gedacht, das machen wir für die Nachdenkseiten-Gesprächskreise auch. Dann sind wir erkennbar auf Demonstrationen und auf Veranstaltungen und hat kurzerhand solche drucken lassen. Draußen liegen, glaube ich, noch welche zum Verkaufen. Ihr macht da ganz tolle Erfahrungen auf Veranstaltungen, wie ihr angesprochen werdet, wenn ihr mit diesen Gelbwesten rumlauft. Das ist sehr, sehr schön. Du organisierst viele Veranstaltungen für die Gesprächskreise und das ist richtig gut. Vielleicht hilft dir dabei, dass du im früheren Leben mal Bürgermeister warst. Bitte schön. Ja, vielleicht ist das... Vielleicht ist es auch deshalb notwendig, dass ich meine Rede aufschreibe, weil mein Herz ist voll und dann wird die Rede doppelt so lange. Hier ist der Scheck und ich bin weg. Solch ein Satz erfreut Feiergäste und Vereinskassierer gleichermaßen. Leider sind die Gesprächskreise notorisch klamm, sodass dies mit dem Materiellen heute Abend nichts oder im erhofften Ausmaße nichts wird. Hier habe ich aber schon mal 20 Euro. Annette? Was mache ich mit deiner? Lars Bauer geben, der ist Kassierer, glaube ich, ist das richtig? Ich habe hier die 20 Euro, die mir ein begeisterter NDS-Leser bei der Berliner Friedensdemo zuletzt zusteckte, in der Erwartung, ich käme aus Landau. Nach Aufklärung, wir sind doch nur ein Gesprächskreis, vertraut er mir das Geld trotzdem an zur Übergabe heute, das habe ich gesagt, das könnten wir machen. Thilo ist mein Zeuge. Dann hat er gesagt, wer solch einen Banner mit sich herumträgt, der ist vertrauenswürdig. Deswegen hatte ich es auch dabei.
Die Gesprächskreise, in deren Namen ich gleich noch zwei Dinge überreichen darf, sind von reinen Diskutierclubs zu Diskutier- und Aktionsgruppen mutiert. Finanzmarktkrise, TTIP, in Hamburg noch der G20-Gipfel, Corona vor allem, Ukraine und Nahostkonflikt verlangten rauszugehen, dorthin, wo es zu informieren und zu überzeugen gilt. Oder während der Corona-Zeit bei Spaziergängen durch Wald und Flur, wo wir vielfach zerbrochene Freundes-, ja Familienbande ersetzen mussten. Die Menschen suchen das offene Wort und den ehrlichen Austausch wie die Luft zum Atmen. Unsere Arbeit brachte uns zuletzt Beleidigungen und Denunziationen seitens der staatlich bestellten Meinungswarte ein. Raumkündigungen und fotografisches Stalking durch informelle Mitarbeiter, von wem auch immer. Aber zuhauf erfahren und wo immer wir am Logo und Schriftzug erkennbar auftreten, ob an der Gelbweste, da wurden schon Gesprächskreise gegründet, in Wedel bei Hamburg zum Beispiel, oder aber mit diesem Banner, der quasi wie ein Meeting Point funktioniert, die erwähnte Dankbarkeit so vieler Menschen landet bei uns. Und immer sage ich, mach doch gar nicht die Nachdenkseite, ich bin doch nur ein... Ja, dann geben Sie es weiter. Und genau das haben wir vielfach schon getan. Und das geschieht auf manchmal sehr berührende Art und Weise. Im Februar bei der Friedensdemonstration kam zu mir eine alte Frau, die wohl erschüttert war, ob der Entwicklung in diesem Land, und die mit Tränen in den Augen sagt, danke, schön und gut, dass es Sie gibt, die Nachdenkseiten. Und dieser Applaus... Dieser Dank erreicht uns vor Ort bei den Demos oder bei den Veranstaltungen. Aber er gilt allein Herausgeber, Redaktion und den Autoren der Nachdenkseiten. Dieser Applaus des Publikums gilt alleine Ihnen, er gilt euch. Die vorgegebenen 2 Minuten habe ich wohl gerade gerissen, weshalb ich für meine beiden Mitbringsel nur auf die diplomatische Weisheit der Nachdenkseitenregie hoffen kann. Die Diplomaten, und die setzen ja, wenn es gilt, wenn es eng wird, dann setzen die ja auch mal darauf, die Uhren kurz anzuhalten. Zum einen, liebe Annette, unsere Arbeit der Gesprächskreise von Bremerhaven bis München, von Soest bis Berlin, braucht hier und da Koordination. Das erledigst du neben deinem Beruf ehrenamtlich mit viel Engagement. Dafür, liebe Annette, erhältst du heute unsere Ernstfallausstattung für politisch heiße Jahreszeiten. Unsere Jubiläumsgelbweste der Gesprächskreise mit dem Aufdruck, gut, dann reden wir Französisch. Sie trägt die Signaturen von mehreren Dutzend NDS-Gesprächskreisfreunden aus ganz Deutschland, die in so kurzer Zeit analog auf den Stoff zu bringen waren. Aber ich hatte ja von 2 Dingen gesprochen, die ich übergeben will. Im Namen vieler Gesprächskreise, ich habe deshalb nicht von Hamburg oder Südholstein gesprochen, sondern eigentlich eher generell. In Hamburg haben wir nach dem grandios gelungenen Polizeifestival zum G20-Gipfel im Rahmen einer närrischen Woche des Neoliberalismus einen Antipreis vergeben, die goldene Blendgranate 2017. Sie ahnen, welch herausragender Spitzenpolitiker, er schweigt sich jetzt in Berlin aus, der Preisträger war. Wir können das aber auch ganz ohne Ironie. Zum 20. der Nachdenkseiten verdient einer eine ernste, aus tiefstem Herzen zugedachte Ehrung, die durchaus als Anerkennung eines politischen Lebensmottos bzw. Lebenswerkes verstanden werden kann. 1972, da war ich 17, habe das schon sehr bewusst mitbekommen. 1972 gelang es ihm als junger Mann in der Rolle als Wahlkampfleiter eine bis dahin nicht gekannte Kampagne der Wirtschaft zur Beeinflussung einer Bundestagswahl zu kontern. Die meisten erinnern sich an den grandiosen Erfolg seiner Strategie. Die Attacken des politischen Gegners und seiner wirtschaftlichen Hintermänner zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses machen und so auszuhebeln. Gut 20 Jahre später setzt er mit den Nachdenkseiten diese Arbeit fort.
Wieder gab es eine Wirtschaftskampagne, ich glaube Renten und demografischer Wandel, aber es war die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die den Anstoß gab, die zur Zerstörung solidarischer Rente Anlass geben sollte. Und sie, diese Initiative, dieser Kampagnenversuch der Wirtschaft ließ Albrecht Müller nicht ruhen. Gleichzeitig wurde er damit zum Pionier eines freien Politikportals im Netz. Und Sie alle ahnen es, seine Kenntnisse und Fertigkeiten werden mit Sicherheit auch gebraucht werden, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht in wenigen Wochen an den Start gegangen sein wird und die Milliardäre zum Halali blasen. Dann brauchen wir den Aufklärer der Millionen. Das Lebenswerk ist also noch nicht beendet. Nein, du wirst weiter gebraucht, Albrecht. Albrecht, vielleicht kommst du mal hoch. Wir haben uns eine kleine Ehrung ausgedacht. Unser Ehrenpreis, der 10. Dan, ehrenhalber für sein Lebenswerk. Vielleicht nimmst du mir eben nur eine Jacke dann gleich ab. Für seine schon 1972 zur Meisterschaft entwickelte und mit den Nachdenkseiten ab 2003 fortgesetzt praktizierte Fertigkeit, selbst bestens getarnte PR-Kampagnen konservativer und neoliberaler Kräfte zu identifizieren, diese der Öffentlichkeit zu entschlüsseln und durch vielfältigste Informationen zu kontern. Den Schwung, ja die Wucht des Gegners so meisterhaft zu nutzen für die Sache der Aufklärung, das verdient höchste Anerkennung und den ultimativen roten Gürtel. Diese Bartberg-Zabern, den 9. Dezember 2023, unterschrieben von etlichen Gesprächskreisaktiven. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das gelingt. Hält jemand den Kleiderbügel? Albrecht, einmal in die Jacke. Vielleicht habt ihr mich in meiner Dimension. Ach, in deinen Dimensionen. Wenn die Jacken zu eng sind, sagt man in Schleswig-Holstein bei den Schützengilden, dann hat er nur einen feuchten Keller, die Jacke schrumpft. Und das ist der ominöse Gürtel, der, jetzt hoffe ich, dass mir das auch gelingt, da um dich geschlagen wird. Helf mir mal mit dem linken Zipfel. Genau, einmal so. Und dann wird er hier durchgeschlagen, glaube ich, so ungefähr hier. Ich glaube, Florian Warwick wollte mir eigentlich helfen. Aber wie hat Kurt Tucholsky hat schon gesagt, eigentlich wollte er der Richter ihn verurteilen, dann hat er ihn doch freigesprochen. Da vielleicht zu viel versprochen. Ich hatte es immer ein bisschen braun geschafft, dann hatte ich einen Kletterunfall in Pyrenäen und dann war es das. Aber das sieht schon mal mehr als gut aus. Also so viel mehr passiert da gar nicht. Und dann danke schön. Ganz herzlichen Dank, Udo, ist ein wirklich tolles Geschenk und du hast es, der ernste Teil ist, dass du eines unheimlich gut analysiert und eine Brücke von 1972 auf später, nämlich 2002, geschlagen hast. Das ist das zu erkennen, wie Menschen mit viel Einfluss und viel Geld uns immer wieder rumzukriegen, versuchen und auch rumkriegen. Und dass es schon sehr wichtig ist, dass man die Kraft, die die entwickeln, wogegen wir leider bisher nichts tun konnten, dass wir diese Kraft nutzen, um gegen die zu wenden und für die Interessen der Mehrheit der Menschen in unserem Land einzutreten. Das hast du ganz toll erkannt. Vielen Dank. Das war,